Hey Leute, hier ist Hunted und Unity. ja, gerade kam hier die Meldung von einer neuen Sneak Peek rein und da dachte ich, quatsch mit Junot nochmal eine Runde, was uns hier erwartet. Und der erste Post, jetzt haben sie den Titel schon genannt, neuer Gildenboss 4, stand eben noch da, neuer Held und der Aufschrei ging schon mal rum. Das Entsetzen war Oh ja, groß. naja, ich dachte auch, das war bitte nicht ein neuer Held. Hier seht ihr ja das Bild. Da ist auch so schnell schon wieder irgendwas Neues. Und dann habe ich aber erstmal in Ruhe die Geschichte gelesen. Und die hat mich doch sofort an den oder die Geschichte für den neuen Weltboss erinnert. Was meinst du, Philot? Ja, hört sich an, ne? So ein bisschen wie die Geschichte mit dem Marodeur vom neuen Weltboss. Genau, also ich denke auch, es wird ein Boss. Ja, ich denke, was können wir aus dem Text vielleicht schon entnehmen? Ja, hier steht riesiger Krieger mit Streitaxt. Erinnert mich spontan erstmal an unseren normalen Gildenboss. Aber hier steht sowas wie, ja, tretet ein in den Sandsturm. Hustenanfall, also ich vermute, oder könnte mir vorstellen, dass der neue Gildenboss eventuell so wie Imhotep so einen Sandsturm um sich drum hat oder dass es seine Fähigkeit ist. Und ja, Helden fühlten echte Angst. Während er sie anstarrte und niedermachte, gefror ihr Blut in den Adern. Also könnte ich mir vorstellen, ja, wir haben so eine Mischung aus Imhotep und dem dritten Boss. Erstmal so mit einer riesigen, fetten Zweihand, mit der drumherum Schaden macht. Wäre so meine erste Vermutung. Was denkst du, Jonathan? Das ist auch so meine Vermutung. Als ich das mit dem Hustenanfall und Sandsturm gelesen habe, habe ich natürlich auch direkt an den Immortet gedacht. Und dass dieser Hustenanfall wohl so eine Art Stun sein oder darstellen soll. Weil wenn man Ja. hustet, kann man sich ja kaum rühren und das ist für mich ein Stun. Genau, also ich denke, wir können ja mal noch mal kurz fix uns den Imhotep anschauen im Spiel. Da haben wir ja auch den Sandsturm mit dabei, von dem da geschrieben ist. Und ich könnte mir es hier so wirklich so ähnlich vorstellen wie Imhotep. Sandsturm, der macht Schaden, ist eine Zeit lang aktiv, haut am Anfang einen Stun raus und alle Helden, die im Sandsturm sind, kriegen ihm dauerhaft Schaden reingedrückt und werden ihm noch am Anfang eventuell gestunt und natürlich AOE-Schaden. Ja, kann man noch was interpretieren in die Sache hinein? Machen wir wieder den Browser an. Ne, Eindringling ist ein Feuerdämon. Ja, gekleidet in einen Anzug aus Knochen, Steine und Stahl. Okay, ist denke ich ja so ein bisschen Geschichte. Orangenes Leuchten. Also, mehr kann man, denke ich, aus der Sneak Peek noch nicht wirklich rausziehen. Also man kann ein bisschen durchsehen. Kannst du das auch sehen? Man kann ein bisschen, die haben es zwar geschwärzt, also man sieht die Silhouette, aber man kann ein bisschen durchgucken. Warte. Ich sehe nicht so viel. Aber Bild speichern. Speichern wir kurz mal auf dem Desktop. Da kann man sehen, wie der aussieht, schon ein bisschen. Man sieht Und die Rüstung zum Beispiel, das Gesicht kann man ein bisschen erkennen. hier kann man doch bestimmt. Warte, das seht ihr gerade nicht. Ich guck mal, ob ich schnell mit dem Editor das Header gezogen kriege. Ne? Dann zeige ich euch das gleich. So. Zack, zack, zack. Wo sind es denn hier? Korrektur, Helligkeit. Helligkeit und Kontrast. Dann ziehen wir mal die Helligkeit hoch. Oh ja, da sehen wir schon was. Oh, da kommt er zum Vorschein. Gute Aber. Arbeit, EG. Warte, warte. Ich füge euch mal schnell Bild. Achso, ich bearbeite es mal kurz. Nebenbei. Und guck mal, ob ich es noch ein bisschen besser hinkriege. Ah, mit der Helligkeit kriegen wir da schon was hin. Und jetzt ziehen wir noch den Der Kontrast, ja. Kontrast. Oh. Ja, das erkennt man schon was. Ja, Junot kann nämlich direkt auf meinen Monitor gucken und sieht es. So, zack. Speichern unter Desktop. Kannst ja gleich im Forum posten. Ja, mache ich gleich. Erstmal muss ich es ins Video reinpacken. Noch schnell, dass ihr es auch was seht. Na, mal gucken. Habe ich noch nie gemacht. Während wir hier Mit einem Livestream, Video. ja, nee, während die Aufnahme schon läuft, gleich ein Bild mit hinzufügen. Machen wir nochmal. Gucken, ob es klappt. Bild durchsuchen. Also kann man schon ein bisschen was erahnen. Ist auf jeden Fall nicht, wie ich zuerst dachte, der andere Boss. So, Hat er da irgendwie seht ihr es. Ähnlichkeit mit einem Helden? Nee, warte, ich muss kurz, Videogerät passt, den nach unten bewegen.
Und jetzt machen wir es mal groß. Dann seht ihr das auch noch. So. So sieht der Gute, wenn man es ein bisschen bearbeitet hat, aus. Man sieht hier oben sieht so ein bisschen das knöcherne Gesicht, wa? Würde ich sagen. Sieht so ein bisschen knöchern aus, knöcherne Rüstung. Ja, steht ja auch im Text, ne? Wie der gekleidet ist sozusagen. Genau, genau. Also sieht finde ich, keinem Helden aus dem Spiel ähnlich. Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall, so wird er ungefähr aussehen, nur mit ein bisschen mehr Farbe. Genau. Okay. Ja, wenn dir nichts einfällt, Junit, würde ich sagen, belassen wir es dabei. Also ich denke, Sandsturm, Imhotep-Kombination irgendwie mit Stun, sowas wird uns erwarten. Gehe ich auch von aus, ja. Das war's dann noch. Ja, gut, die Leute, das war's von uns beiden. Bis später. Tschüss. Tschüss.